Weil wenn wir, ja, kein Dankeschön, super. Weil dann können wir nämlich hier unten, dann schnappen wir uns hier ein paar Werkzeuge und fahren wieder da hoch. Können dann nämlich direkt, ja, ein Mosthof-Dings bauen und, wie gesagt, hier Leinkutten. Dann sollten wir aber, glaube ich, hierfür sogar das große Handelsschiff benutzen und nicht für diese Mini-Bierroute da. Deine Produktion kommt zum Erliegen. Oh nein, das ist jetzt ein Witz, oder? Schon wieder der Holzfäller. Ah nee, Seitenplantage. Oh nein, wie schrecklich. Kaffee verkaufen, oder? Machen wir mal. Da ist er. Also alles ab 20 Tonnen wäre okay. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Ist es nicht, nee. 4000, sehr schön. 29.000 haben wir jetzt wieder, haben wir fast 30.000, so reich waren wir schon lange nicht mehr. Und das ohne deinen blöden Pakt, den könnten wir jetzt eigentlich mal eingehen, oder? Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. So ist es recht. Jetzt, wo wir Geld haben. Weil dann, nur dann können wir auch langsam mit dem verbündet sein. Sieh an. Genau, 14 Korsanpakte verkaufen oder 50 von den Schiffen zerstören. Jetzt haben wir 6 mit den 50 Schiffen. Können wir auch machen, dauert aber Ewigkeiten, glaube ich. Sieh dir dieses Schiff. Ja, 8400 für so einen Schrotthaufen. So, ist unser Schiff schon da? Nö, natürlich nicht. Das wird jetzt erstmal gesperrt, nochmal ganz kurz. Dann können wir nämlich auf beiden Inseln das wieder gleichzeitig machen, oder? Ach komm, scheiß drauf eigentlich. Nee, gar nicht. Die Handelsroute ist ja noch gar nicht am Laufen. Dann wäre das ungünstig, wenn wir das machen würden. So, hier. Wieder das erste, was wir machen. Natürlich zwei Handelshäuser. Zwei Lagerhütten. Wie das heißt, was weiß ich, interessiert mich auch nicht. So, hier. Andala, wir haben es geschafft. Alter, wie viel? So, bauen wir das mal hier hin. Können wir uns das sparen? Ja, das freut mich, danke. Entschuldigung, hab gar nicht reagiert. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Hat das gereicht? Ich hoffe es mal. Passt das? Passt. Wow, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. So, und hier kommen jetzt noch... Na, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Da fehlt natürlich... Ja, 3 Tonnen Holz reicht auch nicht. Dann fahren wir nochmal schnell zurück, holen noch ein bisschen Holz. Wie sieht's aus mit den Werkzeugen oder so? Ja, könnte auch knapp werden. Aber eine können wir immer noch bauen. Eins. Und das tolle Straßensystem können wir dann auch schon bauen lassen. Zack, so. Und dann mal hier hin. So. Zack, dann sind nämlich beide Handelshäuser daran verbunden, damit verbunden. Hier, das bauen wir auch noch. Wollen wir, Schwester? Vielleicht? Genau. Mal eben 70 Tonnen Brot abgeladen. Oh, das mit den Fischen passt schon direkt wieder. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Müsste reichen, oder? Weiß nicht, ist geraten. Wir fahren einfach mal hoch. Bisschen noch davon mitnehmen. Oh, mein Nacken tut weh. Eine Stunde wieder nur auf dem Bildschirm gestarrt und schon Nackenstarre bekommen hier. Naja, so ist das. Aber wieder 51 Tonnen Brot hier, also mit dem Brot wird das auf jeden Fall kein Problem werden in nächster Zeit. Und dann ist die Insel auch schon wieder vollgebaut hier. Was wir schon an Ausgaben, wir haben einfach 5000 Ausgaben an Produktionskosten und so weiter. Hier, da seht ihr das an Gebäudekosten, meine ich. Ist ja so ähnlich meistens. So, unser Schiff ist wahrscheinlich schon da, sehr schön. Einladen. Also ein bisschen Holz könntest du noch mitnehmen, sehr schön. Ja, dann bringt das noch mit. Den Rest bringen wir alles wieder mit zurück. Ist doch gar keine Sache. Und hier oben haben wir dann eigentlich hier oben schon. Wo ist es denn? Wo ist denn unsere Produktion hier? Ne, haben wir auch nur eine. Eine. Wer ist denn? Werkzeugmacherei. Können wir auf jeden Fall noch eine zweite bauen, wenn wir genug Werkzeuge hätten. Ironie des Schicksals. Und pünktlich auf die Minute. Diesmal wirklich pünktlich. Das ist ja wirklich das Spannendste am Spiel, das automatische Speichern hier.
Nee, ist aber eine gute Idee. Man kann es auch ausschalten. Ich lasse es lieber, wenn ich mal so verplant bin und mal wieder nicht auf Speichern Spiel drücke. Gespeichert. Und im Hintergrund lädt auch gerade ein Video hoch, deswegen könnten wir ab und an mal aus dem Spiel geschmissen werden. Und da ist es schon sicherer, wenn wir ab und zu mal speichern. Sehr gut. 6 Tonnen sind hier. Boah, stellen die dann alle 100% her. Sehr schön. Und hier oben sind es schon 25. Auch nicht schlecht. Ein treffsicherer Schütze. Dann schauen wir mal vorbei. Oh, erhöhter Schaden plus 13%. Reduzierte Nachladedauer. Für was denn? Militärische Eigenschaften des Heeres auf einer Insel. Direkt auf einer ganzen Insel. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Auge behalten, wenn wir mal im Krieg sind. Und das sind wir auf jeden Fall noch. Aber er ist ganz, ganz, ganz am Ende. Wir haben noch so viel Zeit. Das wird noch ein ewiges Let's Play. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Bis jetzt nicht, mein Freund. Bis jetzt nicht. Schwupp. Ah ja, hätten wir eigentlich die aufsteigen lassen können, wenn hier der scheiß Schulturm hinkommt. Können wir den jetzt eigentlich mal bauen? Nö, natürlich nicht. Ach, keine Werkzeuge natürlich. Hier unten haben wir auch noch zu wenig. Na gut, ist halt so. Ich fange immer so viel auf einmal an und vergesse dann die Hälfte fertig zu machen. So. 1, 2, 3. Das war's dann mit den Getreidemühlen-Dingern hier. So, du bist direkt da dran gebaut. Sehr schön. Und dann kommen wir in die Mitte. Diese Baupläne als Geschenk unseres Volkes. Alles klar, mache ich. Vielleicht hier noch so ein Teil hin, damit er nicht so weit fahren muss. So, das muss natürlich jetzt erstmal alles in Fahrt kommen. Das wird aber schon, schätze ich mal, so. Getreide. Brot. Das schauen wir uns mal an da oben. Und dann bauen wir hier nochmal. Ah, so ist recht. Wir danken dir. Warte, das ist jetzt doof. Alter, wir können hier natürlich keine Kräuter anbauen. Natürlich nicht, ey. Es liegt an dir. Ja, laber mich nicht voll. Hier werden natürlich schon Kräuter gebraucht. Och, das gibt's doch jetzt nicht. Muss ich jetzt extra eine Insel machen, wo ich Kräuter nochmal anbaue, um diese eine blöde Insel da fertig zu machen? Hier hinten? Na, aber so eine riesen Handelsroute für die blöden Kräuter nur. Ach, weil wir haben ja natürlich auch keinen freien Slot mehr. Hier, den möchte ich noch nicht verschwenden. Ach, wisst ihr was? Da muss ich das halt machen. Ist auch nicht so schlimm. Dann mache ich mal ganz da hinten, baue ich dann nochmal Kräuter an, hole mir mal was. Und dann mache ich eine Handelsroute, dass das hier hinten hinfährt und immer die Kräuter dahin bringt. Ja, ich meine natürlich nach hier. Es ist wirklich besser, wenn wir das haben, wenn wir hier Kräuter haben. Und dann sparen wir uns wirklich eine Menge Geld. Ohne deine Hilfe können wir das? Ja. Und sobald wir Adlige haben, ist nämlich das Problem da, dass wir eben auch die Pest und die Krankheit mit eingebürgert haben sozusagen. Und hier, wisst ihr was, da bauen wir jetzt einfach mal. Das sieht so leer aus da, deswegen zack. Boah, drei Bäumchen. Mehr passen noch nicht hin. Naja, schön, dann sollen die mal schön wachsen. Und du bist schön auch aufgestiegen. Ach ja, hier oben haben wir natürlich dasselbe Problem wie unten. Ist ja nur wir kleines. Wir haben von eurer Großherzigkeit gehört. Ihr öffnet uns die Stadttore. Vergesse ich euch nie. No problem. Wo ist denn unser Armenhaus? Da. Ja, da ist auch noch genug Platz für euch. Kein Problem. Wir haben hier scheiße keine Werkzeuge. Aber, ach genau. Hier kommt ja gerade was. Wir können uns ja nicht mal die scheiß Fisch hier leisten. 1, 2, 3, 4. Naja, jetzt geht's. Aufstellen kann man es noch nicht. Doch, einmal schon, aber das zweite Mal. Naja, zweimal wird ja nur auch reichen. Akuter Werkzeugmangel, würde ich sagen. Obwohl hier unten sind natürlich jetzt schon wieder 30, es geht. Und jetzt würde ich sagen, wir machen das mal. Wo haben wir denn unsere beiden Schiffe, die wir nicht mehr brauchen? Das eine ist hier. Ach ja, auch schon wieder vergessen. So, wartet mal. Wartet mal kurz. So, bauen wir das nochmal schnell. Oh, unsere ganzen Einnahmen sind schon wieder flöten, ne? Ja, ist mir egal.
kriegen wir das nicht. Na komm, Alter, das ist so dumm da gebaut, das kriegen wir wohl besser hin, ey. Ja, das war natürlich jetzt auch eine schwere Geburt. So, dann hätte das, wäre das schon mal geklärt, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Moss hin. Boah, das wird jetzt eine Aktion mit den ganzen, mit den ganzen Routen. Die benenne ich aber dann auch nicht alle oben, das ist mir viel zu blöd, ey. So, komm, Punkt, kann man das drehen, genau. Ihr kennt den Trick mit den Mosthöfen ja schon. Ich glaube, die Folge hat auch am meisten Aufrufe. Allein wegen dem Titel. Tipps für die Mosthöfe. Mosthöfe. Ich hoffe, das war jetzt kein alter Tipp, den ihr alle schon kanntet, aber... Und ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, wäre schön.